Oh oh. Da werden wir wohl pleite gehen. Oh, ich habe die 400 Ecken. Und auf. Natürlich nicht zum Auffüllen. Scheiße, scheiße, scheiße. Warte mal, kann ich das? So, der Rest war ja noch relativ gut. Oder? Okay, der kauft dann immer nur nach dem Geld auch ein, wenn ich die manuell befülle. Okay. Aber zumindest haben sie jetzt erst wieder ein bisschen Wein vorrätig. Oh, Forschung. Stimmt, das hatte ich bei meinem Einzelspiel auch schon alles fertig hier. Was auch immer unbegrenzte Kellnerinnen sind, entweder die Anzahl, weiß ich nicht, aber die schienen mir ja jetzt auch nicht so wirklich begrenzt zu sein. Komm, dann kriegst du halt ein bisschen mehr Trinkgeld, dass du länger zufrieden bist. Hi Chaos, moin moin. Na, wie geht's? Das ist sehr schön. Ach stimmt, du hattest ja gesundheitlich zu kämpfen. Da ist gut, dass du das alles gut weggesteckt hast. Kann ich noch ranzoomen an die Bursche? Alter! Die spielen doch hier bloß! Irgend so ein Brettspiel, verstehst du? Und dann tun sie technisch. Ja, kein Problem, Chaos. Ich freue mich schon, dass du da bist. Ganz schön gut belaufene Straße dort hinten. Ach so, Wein sollte ich mal. Ich könnte hier. Ja, das reicht. Da können wir hier. Gut, da haben wir da die Sorge erstmal nicht mehr. Wie sieht's hier aus? Hört man das eigentlich, wenn ich hier den Schalter fürs Mikromuten rum und umlege? Ich habe da nämlich immer Ausschläge bei mir im Audiomixer. Als ob da ein übelst lautes Geräusch zu hören wäre. Ah, okay. Krass. Ich hoffe, es ist nicht zu störend. Bloß gerade, wenn ich hier mal Benjamin Blümchen spiele oder so, habe ich das nicht so gerne, wenn man mir dabei zuhört. Hm.
dann ist gut, da bin ich beruhigt. So, wie sieht's jetzt hier aus? 719, also viel großartig. Viel großartig dazu kaufen können wir nicht. Würde ich den morgigen Tag noch abwarten? Und das wird dann hier eventuell schon weiter expandieren, dass die Band sich irgendwann mal trägt. Clear to land. Das bedeutet, nee, Landung abgeschlossen kann ja nicht sein, dann hättest du ja garantiert nicht so viel schon geschrieben. Wir machen mal die hier noch. 13. Ach, wir hatten heute eh die Veranstaltung von daher. So, was bist du jetzt von mir? Besitze 3 Dekorationen? Ich habe erst eine Dekoration? Na ja, dann viel Erfolg bei der Landung. Auf das mindestens 2 Passagiere überleben. Was fliegst du denn überhaupt für eine Maschine? Habe ich noch gar nicht gefragt. Stimmt, wieder so eine fette Passagiermaschine. Ich bin bald geneigt, die Musiker zumindest ein bisschen runterzudrehen. Solange wir hier permanent 100% Auslastung haben. Wir sind ja komplett nutzlos. Sinnlos rausgeschmissenes Geld irgendwo. Komm, wir machen mal 2-köpfige Band. Mal schauen. Muss halt mehr dann auf die auf die Auslastung aufpassen. Gut, mit den 1000 Öcken kann ich immer noch nicht alles kaufen. Ich würde gleich so ein Sortiment im Ganzen holen wollen. Kosten ja die Bänke alleine schon 1200. Ich glaube, eine bessere Anschaffung als diese Musiker wären eventuell noch eine 2. Bedienung oder so. Okay.
banal. Oh. Ach so. Oh, war ja, hier sind Abenteurer-Trupp gegangen, das letzte Mal. Schick, schick. Hier fehlt uns noch ein Rezept. Dann könnten wir mal eine Weinverkostung machen. Geil. Was denn? Ach hier, er hier. Hab ich jetzt gleich zwei Level-Ups gekriegt oder hatte ich bloß eben noch vergessen? Komm, dann gönnen wir uns noch einen zweiten Koch. Er hier. Oder er hier. Ja komm, dann machen wir halt morgen nochmal so einen Stammtisch. Ach du Scheiße, die Getränke. Ich bin gar nicht mehr auf dem Schirm. Wie sieht's mit Essen aus? Ach komm, dann ordern wir auch gleich nochmal, bevor es hier alle wird. Uff, das Geld. Das fliegt mir ja jetzt komplett zu. Ey, was du noch? Ja. Die kriegt für jedes servierte Essen. Dann würde ich die erstmal nur fürs Essen größtenteils. Geht bei denen das Essen ein bisschen runter. So. Da kann die sich nämlich eine goldene Nase verdienen. 100% Auslastung. Okay, wir haben genug Geld. Ich würde gleich noch eine neue Garnitur hier reinbauen. Das Tisch wäre natürlich auch nicht schlecht, aber ich baue erstmal hier. Erstmal Quantität vor Qualität. Aha, jetzt gibt's aufs Maul, Kollege. Verpiss dich! Okay, also für so eine Veranstaltung ist die Kneipe eigentlich schon zu groß. Die verlaufen sich ja hier drinnen, die Bauleute.